Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In letzter Zeit kam es öfter vor, dass meine Tassimo-Maschine diese T-Disc-Kapseln nicht erkannt hatte. Und daraufhin habe ich mich ein bisschen im Netz belesen und habe jetzt insgesamt drei Möglichkeiten, die dir weiterhelfen werden, sodass diese Kapseln wieder gelesen werden können und dass diese Tassimo sozusagen wieder dir frischen Kaffee, Kakao, was auch immer zubereitet. Zur Demonstration möchte ich jetzt mal einen Espresso machen mit der Tassimo und vielleicht ist es wieder so, dass die Tassimo diese T-Disc nicht erkennt und dann wird sozusagen diese LED wieder rot. Ich kaufe ja meine Kapseln immer bei Amazon, weil da sind öfters mal Rabatte mit drin und so. Macht also Sinn. Ich habe dir unten in der Videobeschreibung mal einen Link mit eingefügt. Das sind also immer Originale, daran kann es also auch nicht liegen. Ich starte mal die Maschine. Also anschalten. Orangenes Licht leuchtet. Also alles okay. Und jetzt kommt die T-Disc rein. So, und dann passiert oftmals der Fehler, dass wenn ich jetzt runterdrücke, jetzt in diesem Fall ging es, okay, das ist schon mal gut. Ich versuche es also jetzt nochmal mit der Kaffeecrema mild. Mal gucken, ob hier jetzt der Fehler passiert. Genau, jetzt ist es der Fall. Du hast gesehen, es blinkt nicht und wenn ich jetzt drauf tippe, wird die LED rot. Und genau das ist das Problem. Also dieses Problem, diese Problematik passiert halt immer öfters. Und dafür habe ich jetzt insgesamt drei Möglichkeiten, die dir sozusagen weiterhelfen sollen, dass das jetzt nicht mehr passiert. Möglichkeit 1, der integrierte Barcode-Scanner, der sich sozusagen hinter diesem Plastik hier versteckt, den solltest du als allererstes mal reinigen. Es kann also sein, dass dieser enthaltene Barcode auf der T-Disc nicht erkannt wird und daher als allererste Maßnahme reinigen, auf jeden Fall diesen Scanner hier reinigen. So, das wäre Möglichkeit 1, dann Möglichkeit 2, das funktioniert bei mir immer sehr oft und zwar versuche ich, dass ich das hier sozusagen langsam nach unten drücke. Und dann oftmals, du hast gesehen, es hat geblinkt, also jetzt funktioniert es. Also so mache ich das dann oftmals. Und Möglichkeit 3 habe ich auch schon öfters gemacht. Ich habe diese T-Disc genommen und habe sie sozusagen auf dem Untergrund geklopft. Das sieht dann so aus, dass man das so einfach so klopft. Dadurch, dass der Inhalt sich nach unten wieder drückt, kommt sozusagen dieser Barcode weiter hervor und das Lesegerät kann es halt besser erkennen. Auch das funktioniert komischerweise. Also versuch einfach mal eine von diesen drei Möglichkeiten, aber allen voran erstmal natürlich den Scanner hier zu säubern, weil oftmals liegt es wahrscheinlich da dran. Und du hast gesehen, bei Lösungsvorschlag Nummer 2, also das langsame Schließen, funktioniert. So, ich mache mir jetzt einen Kaffee. Und wie du siehst, es funktioniert. Statt rot blinkt sie jetzt wieder orange und damit heißt das, dass es funktioniert. Das soll es auch erstmal gewesen sein. Ich trinke jetzt erstmal genüsslich meinen Kaffee. Wenn du noch irgendwelche Fragen haben solltest, dann stell die mir in Form eines Kommentars. Ich werde dir natürlich zeitnah antworten. Wenn ich dir weiterhelfen konnte, Daumen nach oben bzw. gefällt mir klicken und für weitere Videos kannst du meinen Godlike News YouTube Kanal abonnieren. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.